Berufsorientierung und Jobbörse. Das wollte die zweite Naunhofer Unternehmermesse am 11. März den Besucherinnen und Besuchern bieten. Rund 40 Aussteller aus Naunhof und der Region nutzten die Fläche vor und innerhalb der Partelandhalle, um ihr Angebotsportfolio und sich als Unternehmen zu präsentieren. Bürgermeisterin Anna-Luise Konrad dankte den Unternehmen, die diese Möglichkeit nutzen, um so auch Anreize für Jugendliche zu schaffen, in der Region zu bleiben und gemeinsam die Zukunft aktiv mitzugestalten. Die Rückmeldungen waren groß, die komplette Fläche der Partelandhalle wurde in der zweiten Ausgabe der Messe ausgereizt, was auch für Landrat Henrik Reichen ein positives Zeichen ist. Die Nachfrage von Ihnen zeigt, dass der Bedarf da ist. Der Bedarf, junge Menschen anzusprechen, in ihre Unternehmen zu locken. Die Situation, wie es bei Arbeitskräften, bei Fachkräften aussieht, das braucht in dem Kreis niemand zu erläutern. Und wenn man in die Zukunft schaut, weiß man, das wird nicht besser. Der Wettbewerb wird eher noch härter, weil junge Menschen sehr stark auf die Arbeitszeit achten. In den letzten 25 Jahren ist die durchschnittliche Arbeitszeit von 38 oder 34 Stunden in der Woche abgesunken. Im Grunde liegt das meiste Potenzial an fehlenden Fachkräften in uns allen selbst. Er sieht das größte Potenzial an fehlenden Fachkräften in eben diesen selbst. Die stetige Verringerung der Arbeitszeit führe zu Lücken im Personalbedarf. Es ginge darum, Anreize, vor allem auch für junge Menschen, richtig zu setzen. Dafür wurden einige auch sehr kreativ, denn der Bedarf an Nachwuchskräften und Fachpersonal auch hier in der Region ist groß. Innerhalb von 3 Stunden an diesem Samstagvormittag konnten die Besucherinnen und Besucher in die Jobvielfalt im produzierenden oder dienstleistenden Gewerbe eintauchen. Ästhetik in Holz. Das umschreibt das Angebots- und Aufgabenspektrum von Mokopinus mit seinem Werk in Amelzhain. Seit den 90er Jahren wird hier sichtbar, welche faszinierenden Eigenschaften und Möglichkeiten der Baustoff Holz bietet. Vom Rohstoff über die Verarbeitung zu verschiedensten Produkten hin zum Verkauf bietet das Unternehmen vielfältige Möglichkeiten, sich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer einzubringen und mitzuwirken und die Leidenschaft für das Gestalten mit Holz gemeinsam zu leben. Als führender Produzent hochwertiger Hölzer werden hier unter anderem Farben entwickelt, um Verwitterung zu verhindern, oder spezielle Brandschutzfarben, um das Holz widerstandsfähiger zu machen. Das Unternehmen agiert nachhaltig. Alle Stoffe und Restprodukte werden verwertet und zum Beispiel zu Hackschnitzeln als Brennstoff verarbeitet. Am Unternehmensstandort in Amelzhain wird unter anderem im Bereich Holzbearbeitungsmechanik ausgebildet. In diesen und vielfältige andere Bereiche konnte vor allem die jugendliche Zielgruppe der Messe einen Blick werfen, um sich bei der Wahl des beruflichen Weges zu orientieren. Der Punkt der Anreize für die Arbeitnehmenden und künftigen Generationen bleibt dabei ein entscheidendes Thema. Zwar war das Portfolio der Ausstellenden groß und vielseitig, beim Nutzen dieser Möglichkeit durch die Besucherinnen und Besucher, vor allem der jüngeren Generationen, ist jedoch noch Potenzial.